Grüß dich miteinander. Seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung für das 2021. Ein biblischer Vers, den uns durch das ganze Jahr begleiten soll. Seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist. So steht es im Lukas-Evangelium in einer längeren Rede, wo Jesus haltet, eine Rede, wo es um einen Umgang mit Mitmenschen geht. Eigentlich geht es um die Grundlagen des Miteinander. Barmherzig, das ist ein Wort, das ich nicht jeden Tag brauche. Obwohl es eigentlich ein schönes, altes deutsches Wort ist. Unser deutsches Wort bedeutet, dass wir mit Armen so Verbarmen haben, sie so ins Herz schliessen, sie im Herz aufnehmen. Das griechische Wort, das ja in der Urfassung des Neuen Testaments steht, ist ziemlich umfassender. Es bedeutet nämlich leidenschaftliche Zuwendung. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, im Vers, in der Jahreslosung, wird die mitmenschliche Zuwendung auf gleiche Ebene wie die von Gott gestellt. Vom Alten Testament her gesehen ist die Barmherzigkeit von Gott zu verstehen als die leidenschaftliche Zuwendung, die Gott jedem einzelnen Menschen gibt. Und sie beschreibt ja sogar etwas vom Wesen von Gott. Vom Wesen von Gott in seiner Beziehung zu schlicht jedem von uns. Gott ist barmherzig, das heisst, Gott fühlt mit. Mit barmherzigem Verhalten ist also nicht nur das Verhalten gegenüber mittellosen oder armen Menschen gemeint. Das Verhalten ist viel umfassender und schließt schlicht alle mit ein. Darum möchte ich eigentlich auf Deutsch fast lieber von Mitgefühl oder Mitleid reden oder eben von leidenschaftlicher Zuwendung. Das Mitgefühl, das Jesus von uns verlangt, bedeutet, dass wir also alle Menschen im Herz aufnehmen und allen mit Liebe begegnen sollen. Und das ist ja viel mehr als Verbarmen haben mit mittellosen Mitmenschen. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Geschichte Sinn gekommen, nämlich die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern den See Genezareth überquert. In der Übersetzung von der Basisbibel geht die Geschichte so. Dann stieg er in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Da erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen überrollt wurde. Jesus aber schlief. Da traten sie zu ihm, weckten ihn und sagten, Herr, rette uns, wir gehen unter. Und Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand Jesus auf und schrie die Winde und den See an, und da trat eine große Windstille ein. Die Worte, die findet man eigentlich in jeder Kinderbibel mit passendem Bild. Man sieht ein Segelboot auf riesigen Wellen. Auf dem Boot ein paar ganz aufgeregte und verängstigte Personen und einen, der friedlich pfuset. Einen, der schläft, als würde nichts geschehen. Einer, der sich offenbar sicher fühlt, während die anderen das Gefühl haben, ihre allerletzte Stunde haben geschlagen. Die kurzen Episoden auf dem See wird im Matthäus-Evangelium erzählt, im Kapitel 8. Es sind gerade mal 3 Verse. Und gleich wird so bildlich erzählt, dass man sich die Sache ganz gut vorstellen kann. Man könnte auch sagen, dass die panischen, verängstigten Jünger für aussichtslose Situationen überhaupt stehen
aussichtslose Situationen, wo man sich elend fühlt und einfach nicht weiss, wie es weitergeht. Situationen im Sturm vom Leben, wo man meint, man müsse gar untergehen. Im Sturm steht die Welt im Moment auch. Und bei der Epidemie ist ja sogar die Rede von Wellen. Wellen, die uns bedrohen und viele, mich manchmal schon, verunsichern. Die allermeisten von uns, auch hier in Europa, haben noch nie so etwas erlebt. Und ein Teil der verängstigten Jünger auf dem Segelbootbötli haben auch noch nie so einen Sturm erlebt. Sie sind vielleicht noch gar nie auf dem See gesegelt. Die Fischer unter ihnen schon, aber die anderen auch kaum. Sei es der Sturm damals in Galiläa oder der Pandemiesturm, es ist eine bedrohliche Situation, wo zuerst niemand genau weiss, wie es dann ausgeht. Wie es auf dem See ausgegangen ist, das wissen wir. Die Jünger haben Jesus geweckt und er hat Wind und Wellen besänftigt. Man kann sich natürlich schon fragen, warum Jesus das gemacht hat. Um den panischen Jüngern und allen anderen zu beweisen, wie mächtig er ist. Ich glaube es nicht. Ich habe eher das Gefühl, es ist aus Mitgefühl, eben aus leidenschaftlicher Zuwendung geschehen. Er hat diesen Verängstigten die Angst genommen und damit die Seelenruhe und vor allem Hoffnung zurückgegeben. Wir hier auf der Welt heute müssen den Pandemiesturm aus eigener Kraft bewältigen. Mit unserem Handeln, mit unserer Vorsicht, unserem Respekt vor und füreinander, eben mit den Schutzmassnahmen. Man könnte es natürlich auch so sagen. Wir sind in der jetzigen Situation seit gleich einem Jahr und leider auch noch etwas länger gezwungen, einander barmherzig zu sein. So passt die Jahreslosung doch ganz gut. Wir sind gezwungen zur Barmherzigkeit. Der Gedanke gefällt mir.